Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge unseres The Sims 3 Let's Plays mit der Familie Honk. Hier ein Blick auf den bösen Manfred, der sich vor Wut, dass er noch nicht laufen kann, gerade mal wieder eingemacht hat. Ich habe zwischen den Folgen mal seine Vorlieben angepasst. Lieblingsfarbe braun. Das ist kein Hamburger, sondern ein Gemüseburger und klassische Musik. Steht auf Wagner. Vielleicht versteht der ein oder andere jetzt die Assoziation schon. Und wenn es noch nicht geklingelt hat, dann werden wir Spezi jetzt einen Mädchennamen geben und sie heißt Eva. So, soweit dazu. So, dann Blickwinkel wieder mal ein bisschen ändern hier. Gibt ja ein bisschen was zu tun, ne? Nee, das ist mir nicht. Ja, so ist okay. Horst. Der kleine Schreihals braucht ansonsten nichts weiter. Das heißt, einfach nur mal schmutzige Windel wechseln und spielen und kuscheln. Der Rest ergibt sich dann gleich von alleine. Kiddies sind versorgt. Du darfst, wenn du mit Spülen fertig bist, dann auch. Halt, 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 halt. Bevor du den Napf füllst, du möchtest Horst verliebt umarmen. Naja, dann. Horst, mach dich bereit für ein bisschen Romantik. Hilde, romantisch. Küssen geht auch, das heißt verliebt umarmen. Romantisch küssen und dann kannst du da mal säubern. So, und jetzt Horst. Jetzt darfst du den Welteneroberer bespaßen hier wieder, während Hilde den Herd säubert. Und dann können wir eigentlich auch gleich Hilde einen Napf füllen und dann darf sie mal. Ach, ihr könnt erstmal noch im. Obwohl Horst hat seins auch schon an. Dann Outfit wechseln auf Alltag. Oh. Wäre das auch erledigt? Horst, hast du eigentlich inzwischen? Horst müsste doch jetzt genügend Lebenszeitbelohnung haben, um sich sorglos zu gönnen, was wir geplant hatten. Ja, Spaß erholt sich 25% schneller, ist eigentlich total nutzlos, weil er eh jede Menge Spaß hat. Aber irgendwie passt es zu ihm, sorglos zu sein. So, bei den Lütchen, ach so, da ist eh noch nichts. Horst ist noch dabei, legt danach Manfred ins Kinderbett. Das heißt, du kannst mal ein, zwei Textnachrichten loslassen. Und dann haben wir ja einen Geburtstag zu feiern. Wenn ich Hannelore hochnehme, kannst du dir gerne als Wunsch setzen. Oh, ich möchte vorher mit. Ach, wenn die Wünsche weg sind, ist auch egal. Wir feiern jetzt Geburtstag. Denn hochnehmen und kuscheln wird ja danach nicht mehr gehen. Andererseits haben wir auch genügend Zeit. Was machen wir sonst mit unserer Zeit? Horst, dann setzt du noch mal ein paar Textnachrichten raus. Und dann kannst du deinen Hochnehmwunsch erfüllen. Wieso?
keinen Folgewunsch. Das heißt, du gehst da, nee, nicht dahin gehen. Hannelore da absetzen und dann aus dem Weg gehen. So, Horst. Oh, Beziehungstransformator-App. Ja, machen wir auf jeden Fall. Den loggen wir ein. Aber jetzt wird erstmal gekuschelt, damit das erledigt ist. In der Zwischenzeit hier. Oh, das ist so einer der Knackpunkte im Spiel, finde ich. Wenn man die erreicht hat, kann man jederzeit die Beziehung zu anderen Sims zumindest wieder auf Freunde setzen. Und dann wollen wir jetzt aber auch mal Geburtstagsparty feiern, ne? So. Kerzen ausblasen, Hannelore. Ach, jetzt muss Mutti hier das Ganze übernehmen, ja. Na gut, Horst. Mit dem bist du befreundet, mit dem auch. Alma kennst du noch nicht gut genug. Also ich mache es immer so, dass sie mindestens 3 Merkmale kennen müssen, um sie zu Freunden zu machen und dann halt ein paar weitere Informationen. Aber hier Nancy kannst du auf jeden Fall nehmen, denn da hast du Informationen, dann soziale Netzwerke, dann mach doch einfach. Und dann heißt es Leute kennenlernen demnächst. So, und Nancy zu guten Freunden machen, das wird wahrscheinlich nicht so schnell passieren. Aber es hat einen ordentlichen Schwung gegeben. Vielleicht laden wir Alma dann morgen zur Weihnachtsparty ein. Oder Shanita Klang? Woher kennen wir die denn? War das die, die... Das hier ist die Babysitterin, Ursula Kindl. Das muss die sein, die uns Leni vorbeigebracht hat. Aber man muss halt für die Weihnachtsfeier, für die Weihnachtsparty mindestens eine Person einladen. Und vielleicht laden wir Alma ein, um uns zu entschuldigen für den Schreck, den sie bekommen hat, als Horst in ranziger Unterhose mal Hallo gesagt hat. Und jetzt geht's los. Gibt Kuchen! Mal wieder, gut für die Figur. Das Krabbeln und auf den Hintern fallen liegen nun hinter Hannelore. Sie ist endlich ein Kind. Zwar hat sie jede Menge Arbeit und vor allem haufenweise Hausaufgaben vor sich, aber wenn Hannelore sich anstrengt und in der Schule schön fleißig ist, wird es das Leben schon gut mit ihr meinen. Da du bei der Erziehung Höchstleistungen vollbracht hast, darfst du dir nun wählen, welches Merkmal Hannelore weiterentwickeln soll. Oh Gott, was war sie denn? Leichter Schlaf, leicht zu beeindrucken. Und ich brauche kein Glücksrad, ich kann ja eigentlich einfach hier oben klicken. Scharfsinnig mag ich nicht. Bei den Merkmalen scharfsinnig ist, glaube ich, ein Merkmal, das heißt, glaube ich, bin ich mir sehr sicher, dass man schon als Geburtseigenschaft bekommen kann. Achso, ich hatte ja gesagt, was der Fall ist. Hier, dritte Eigenschaft bei den, in Anführungszeichen, normalen Honks auf jeden Fall familienbewusst. So, Hannelore. So, wo will die Mutti hin? Die Mutti kann aber mal hier bleiben, bitteschön, denn es gibt Kuchen. Ja, fang schon an da.
Was ist das? Horst Honk ist stolz darauf, dass Hannelore ins Kindesalter eingetreten ist. Alle Eltern empfinden es als wundervolle Erinnerung, ihren Augenstern heranwachsen zu sehen. So, Kuchen für alle. Jetzt geht's los. Und den Kuchen stelle ich aber auch gleich weg wieder. So. Wir haben nur noch 1900, also große Anschaffungen sind nicht drin. Kinderwagen, nein. Hannelore wird in die Liste der besten Schüler aufgenommen. Was hatten wir hier denn? Ach so, das wünschen sie sich beide. Und du möchtest Leni Honk als besten Freund gewinnen. Wie ist denn eure Beziehung? Ja, da können wir einen Spaziergang oder so mal machen. Dann sollte das auf jeden Fall drin sein. Wenn sie sich das wünscht, dann machen wir das auch. Sie wünscht sich ja nicht, Hausaufgaben zu machen. Ne? Ist halt so bei den Hongs. Ich respektiere das. So, aber ich gebe ihr jetzt gerade mal einen kleinen Makeover, wie es so schön heißt, um sie an ihre Farben anzupassen. Also bis gleich. Ja, das ist das Makeover. Aquamarin, ihre Lieblingsfarbe halt zentral als Akzent halt das Weiß. Das ist das Alltagsoutfit. Das Alltagsoutfit ist, da die Honks ja kein Geld haben, auch gleichzeitig die Abendkleidung. Allerdings da kriegt sie da noch eine Strumpfhose angezogen, Schlafanzug, ja, Höschen und Hemdchen. Das darf sie auch zum Sport tragen. Da aber zusätzlich Sportschuhe, andere gingen dann nicht. Die anderen Schuhe, die sie am Alltag und bei der Abend trägt, gingen dann nicht. Aber auch die Sportschuhe werden dann zumindest bei der Outdoor-Kleidung auch wieder verwendet. Kann ich ja kurz rein. Denn das hier ist die Outdoor-Kleidung und dann fehlt noch die Badekleidung. Ja, halt einfach ein Badeanzug. Das war's. Bis gleich im Spiel wieder. So, da sind wir wieder. Die können jetzt ihren Kuchen genießen. Ach so, an der Friese habe ich nichts geändert. Wenn sie der Meinung ist, sie müsste so rumlaufen, dann ist das für mich okay. So, du reagierst auch nichts aufs Tier, gehst erstmal auf Toilette. Denn wir wollen ja gleich los. Diesmal können wir endlich ein Familienfoto zu fünft machen. Die Geburt von Manfred wurde ja nicht dokumentiert. Auf Manfred kam ich übrigens wegen, weil sie vorher drei Äpfel gemampft hat, noch auf die Schnelle. Da hatten wir ja Horst losgeschickt. Und von Mampfen zu Manfred ist ja nicht so weit. So, dann können die hier schön essen. Nein, du wirst nicht auf Tier reagieren. Du wirst danach das Töpfchen leeren. Du möchtest Helmut vorsingen von mir aus. Bei dir ist soweit alles okay. Horst muss dann auch auf Toilette noch. Du kannst hier aber mal nee, da keine verstärkenden Maßnahmen, aber trotzdem Zuneigung. Wolltest du nicht Horst eh beschnüffeln? Ja. Dann lass dir doch mal die Hand beschnüffeln. Und du brauchst auch nicht deinen Freund rausholen, Geburtstagskind. Du kannst hier erstmal aufräumen, damit du weißt, was ein Honk zu tun hat. Du möchtest Malerei lernen, von mir aus, aber einen Kurs darfst du nicht belegen. Und Staffeleien, da fehlt uns auch der Platz für, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht kaufen wir uns eine Staffelei und wer am dransten ist, ist dann halt am dransten. Das kann halt gut sein. So ist das bei den Hongs. Du bist beschäftigt. Bei dir ist alles gut. Horst muss noch auf Toilette. Der Wunsch von Leni ist erfüllt worden.
Hunger, Harndrang, Zerstörung kann sie ja wohl selbst erledigen. Und Horst erstmal dahin. Hilde wird als nächstes dann ihr Outfit schon wechseln. Du, junge Dame, kannst schon hier hingehen. Denn bei dir, du kommst auf den Arm, ist auch Outfitwechsel angesagt. Horst. Das war ein harter. Ihm wird das nichts ausmachen. Outfitwechsel auch auf Outdoor. Und dann können wir mal gucken. Braucht der Junge hier Bespaßung? Nö. Den kannst du einfach so nehmen. Einmal kuscheln kannst du ihn. Damit er etwas Liebe bekommt. So, du Guteste, darfst dann bitte auch Outfit auf Outdoor wechseln. Und schon mal hier hinmarschieren. Tabrizi? Ribiraga? So, Kuscheln ist beendet. Das heißt, wir können jetzt das Gleiche, was wir zuletzt gemacht hatten, nochmal erledigen. Ein wunderbares Familienfoto, ne? Familienbewusste. Hier hingehen mit. Ach, wir nehmen Leni auch mit. Kani, kommt die mal in die Luft hier. Der neue Film. Nicht mehr der Junge muss an die frische Luft, sondern Leni muss an die frische Luft. Upsi, das sollten wir uns vielleicht aber doch mal ansehen, wenn der Hund da mit drin sitzt, ne? Horst. Wo sitzt denn der Hund? Wo ist denn der Hund? Achso, der kommt erst noch, wa? Nee, der sitzt hier irgendwo mit drin. Weiß der Geier wo? Da ich auch überlege, ob ich mir da noch einen Mod installiere für nicht mehr kostenlose Taxifahrten. Aber das ist auch eine Frechheit. Da wird tatsächlich die Taxifahrt pro Person dann berechnet. Da haben wir wieder einen Wunsch. Na, dann wollen wir mal rüber hier. Horst. Hannelore. Und dann fehlt Hilde noch. Horst. Hilde. Stelle ich mal dahin, nicht, dass das jetzt schief geht. Jetzt sind sie auf jeden Fall alle im Park. Nee, keine Schneeballschlacht. Du hast anderes zu erledigen. Hilde möchte snowboarden. Ich glaube nicht. Grußkarte können wir erledigen und danach können wir den anderen einloggen. Das macht gar nichts. So, Horst, dann sag mal an hier, Grußkartenfoto, Hannelore Hildegard, Manfred Rosamunde, ab. Das erste Foto mit allen Fünfen. Eine tolle Grußkarte, das war jetzt der Kindergeburtstag, Kind ist sie jetzt, ne, ja. Und wir haben den 18. Tag. Okay. Hannelore hat Kindergeburtstag. Irgendwann muss ich mir mal eine Truhe kaufen, die es eigentlich nur im Ausland gibt. Warum, weiß der Geier, aber über Buy-Debug kann man das ja auch erledigen. Ja,
Geburtstagsfoto von Manfred gibt es nicht. Wahrscheinlich ist er deshalb so böse geworden. So, du möchtest was? Ein Elixier bekommen? Ich glaube nicht, aber du kannst einen Schneeengel machen. Und zwar da. Während die anderen zwei nach Hause eiern mit den kleinen. Momentchen mal. Das könnte ja einen vernünftigen Screenshot geben, ne? Die Hannelore. So, den Wunsch hat sie sich schon erfüllt. Objekt kaufen, Baumhaus? Ich glaube nicht. Spielzeugherd, das wäre drin. Dann können die Muffins kochen oder Hannelore zumindest. Na los, erfüll dir deinen Wunsch. Wo ist denn eigentlich Leni? Ihr könntet ja noch einen Spaziergang machen, das wolltest du doch sowieso, ne? So, den Wunsch hätten wir. Dann warten wir jetzt auf Leni. Wo ist denn die? Ach da. Okay. Was macht der Rest? Der ist noch auf dem Weg. Da kommt Leni angeflitzt. Horst gibt automatisch die Flasche. Du brauchst nichts lesen. So, jetzt kümmern wir uns erstmal um Hannelore. Und zwar möchtest. Oh, du möchtest Lose haben. Das können wir aber erledigen. Wir hatten die Horst, ne? So, dann wäre das auch schon erledigt. Möchtest jetzt Lose einlösen. Das kannst du auch wann anders erledigen. Wirst jetzt erstmal mit Leni einen Spaziergang machen. Verstärkende Maßnahmen. Erstmal loben für ordentlich sein. Und dann Spaziergang mit Ziel. Nach Hause gehen. Das ist doch ein super Spaziergang für euch zwei. Sehr schön. Und dann gucken wir hier, was geht zu Hause ab. Du möchtest ihm die Flasche geben, das darfst du, denn der hat auch Hunger. Und für dich gibt es aktuell eigentlich keine Aufgabe. Dann lassen wir erstmal laufen. Gekocht ist. Die Lütje kann machen, was sie will. Dann könntest du eigentlich weiter schreiben. Band 10. Ich hätte sie Malerin werden lassen sollen. Ich glaube, das wäre effektiver gewesen. Aber sie ist halt auch Bücherwurm. Ne? Also von daher ist das eigentlich schon ganz okay. Horst. Ach, der Kleine ist schon gefüttert. Dann kannst du noch einmal. Kuscheln. Und ihn dann ins Kinderbett legen. Neues Athletik-Level. Nee. Heute nicht mehr. Darfst danach durchaus Fernsehen. Aber jetzt erstmal mach, was ich dir sage. Höre! Hunger dürfte ja nicht so stark sein. Ne? Ihr geht jetzt spazieren. Dir geht's gut. Du hast Hunger, kannst dann fressen, wenn du wieder zu Hause bist.
Das heißt, Horst. Fernsehen ist völlig okay. Ja, wieso? Gabetop. Oder wir schicken... Ah, oh, wir können ihn zum Nacktbaden schicken. Das ist auch was. Nix mehr mit Fernsehen. Das kriegen wir noch durch. Da hat er wieder ein paar Pünktchen mehr. Und meine Taxifahrt ist kostenlos. Was soll das? Einmal hierin hier Schniepel raushängen lassen. Oh, da sind Leute. Horst, du wurdest gesehen. Aaron Kennedy und Cornelia Grusel. Bloß schnell nach Hause. Achso, wo sind denn die anderen? Das wollte ich ja noch wissen. Ach, die kommen da langsam hochgeeiert. 40% der Strecke haben sie. Dann haben sie wenigstens Hunger, wenn sie hier sind. Horst hat die aufregende Erfahrung gemacht, nackt im Pool zu baden. Dieses wilde Geplansche ist auf jeden Fall eine Erinnerung wert. Ja, es schneit ja ganz gut, ne? So. Einen Bestseller schreiben. Du wirst so schnell wahrscheinlich nicht in die Bibliothek kommen, gute gute Hildegard. Was kostet denn der Spielzeugherd? Den könnten wir uns ja vielleicht auch gönnen. Hundert haben wir. Dann erfüllen wir dir den Wunsch. Wo stellen wir den hin? Erstmal hier. Um ihn gescheit anmalen zu können. So, Plastik und Gummi geht ja gar nicht. Wir nehmen Anstrich. Und dann... 90... Ah, oh, jetzt erkennt man aber... Das ist das. Das ist die Klappe da vorne. Und was ist das? Ach, da könnte man zum Beispiel das Braun als Akzent nehmen. Dann machen wir die Klappe auf jeden Fall auch ranzig. Den Akzent lasse ich unranzig. Und hier, da nehmen wir... So ist gut. Das können wir machen so. Und dann können wir hier... Noch haben wir ja genug Platz. Gegebenenfalls was backen, wenn sie das wollen. Ich hatte früher immer Angst, dass da auch Brände entstehen können. Aber da ist nie irgendwas passiert. Und daher bin ich da jetzt auch relativ ruhig. So, jetzt kannst du dir das einloggen. Oh, welches war das letzte Buch? Hildegards Träume, Band wie viel? Gleich das nächste anfangen, sonst vergisst man das nämlich. 10. Hildegards Träume, Band 11. Gleich anfangen, Roman beginnen. Ich meine, das ist halt hier ein Tatsachenbericht. Wird ein bisschen ausgeschmückt, aber es erzählt halt ihr Leben. Sie träumt halt davon. Ihren Lebenswunsch, Familienfreuden umzusetzen.
Oder auch Familienfreude, genau. So, Horst ist wieder da. Das heißt, wir können zu Abend essen. Da ist auch auf jeden Fall genügend Hunger vorhanden. Vorher kannst du sie aber in die Luft werfen, denn das möchtest du ja. Sehr schön. Und dann, ach, setz sie mal dahin. Und gib ihr dann schon das Fläschchen. Wo sind denn die anderen? Ah, das dauert noch, bis sie da sind. Dann muss Hannelore, ich meine, es ist 18:30 Uhr. Das ist. Da muss sie wohl dann alleine essen. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Muss sie eigentlich schon Hausaufgaben machen? Nö, hat noch kein Hausaufgabenheft. Das heißt, können da in aller Ruhe jetzt mit den Zweien hier zu Abend essen. Nee, nicht du. Reste essen. Hier Überraschungstopf nochmal. Nee, du brauchst jetzt nicht irgendwo hinlaufen. Du kannst gleich das Töpfchen benutzen. Und dann, ihr Lieben, lassen wir die zwei jetzt auch in Ruhe essen und sehen uns dann erst wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, die Folge heute hat euch gefallen. Seid das nächste Mal auch wieder mit dabei, was mich freuen würde. Genauso würde ich mich natürlich auch darüber freuen, wenn ihr dran denkt, Like und gegebenenfalls Abo dazulassen. Macht's gut, euer Palzi.